Hallo und herzlich willkommen bei Grab Your Cam. Ich bin der Marc und im heutigen Video geht es um einen Quick-Tipp zum Fotografieren von Lebewesen. Nämlich fokussiere auf das Auge. Naja, relativ klar, man sollte das Auge scharf stellen. Wieso, weshalb, warum? Naja, der Mensch sucht rein instinktiv immer bei seinem Motiv das Auge als allererstes. Ja, man muss seinem Gegner oder seinem Gegenüber in die Augen gucken, um zu beurteilen, was für Absichten stecken dahinter. Rein instinktiv aus der Historie heraus natürlich auch lauert da eine Gefahr, gerade jetzt aus der Tierwelt gesprochen. Bei Fotos, dazu jetzt noch der kleine Geheimtipp, Augen fokussieren, ja, aber welches Auge? Versucht immer das Auge zu fokussieren, welches der Kamera zugewandt ist. Also beispielsweise, wenn ich jetzt so stehe, dann fokussiert ihr auf dieses Auge. Andersrum, wenn ich anders stehen würde. Das kann natürlich bei einer Porträtsituation relativ schnell stressig werden. Wenn sich das Model jetzt die ganze Zeit hin und her bewegt, müsste man ihn jetzt die ganze Zeit hin und her schalten. Da muss man dazu sagen, diese Logik, diesen Tipp quasi, den haben spiegellose Kameras bereits eingebaut. Automatisch in ihrem Augenautofokus. Bloß für alle diejenigen, die eben diese Technik noch nicht in der Kamera direkt automatisch mit drin haben, ist es natürlich gut zu wissen, wie dieser Trick funktioniert. Nämlich einfach auf das naheliegende Auge zu fokussieren. Dann werden die Fotos einfach automatisch ein Stück harmonischer und gerade durch ein scharf gestelltes Auge natürlich auch direkt ansprechend. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch dazu sagen, es ist keine Pflicht, das Auge scharf zu stellen. Möchte man bei einem Vogel den Schnabel oder das Gefieder hervorheben und einfach mal so einen Detailshot machen? Natürlich kann man das machen und sollte man natürlich auch. Gar keine Frage. Aber gerade wenn man das große Ganze fotografiert, sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, dass die meisten Leute dann doch auf das Auge achten und da besonders Wert drauf legen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Tipp gefallen. Ich werde den in einer kleinen Playlist auf dem Kanal mit abspeichern zu anderen Quick-Tipps, sodass ihr jederzeit darauf zugreifen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Marc.